Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe zu BERT 2016 und da versuche ich dir ja grundlegende Kenntnisse zu vermitteln, wie du dann sehr einfach eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VBA, Diplomarbeit oder Seminararbeit schreiben kannst. Und in diesem Video, in dem mittlerweile 34. Video, zeige ich dir jetzt, wie man die Suchfunktion verwenden kann und auch etwas ersetzen kann. Und dazu gibt man hier auf der Registerkarte Start, geht hier auf Suchen und ich suche jetzt hier in diesem Text nach dem Wort Apfel. Ich habe das vorhin hier schon eingegeben und er zeigt mir hier dann drei Ergebnisse an. Also wenn ich dann hier daher klicke zum Beispiel, würde mir diese Fundstelle anzeigen. Wenn ich hierher klicke, würde mir diese anzeigen und hier dann diese. Und man kann also sehr rasch dann etwas finden. Wenn ich ein anderes Wort eingeben würde, wie Poesie zum Beispiel, dann würde man drei Ergebnisse finden. Hier, 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 hier auch auf der linken Seite. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich neben einem Suchergebnis auch die Ersetzungsmöglichkeit. Das heißt, wenn ich nach einem Wort suche, kann ich es durch ein anderes Wort ersetzen. Ich suche jetzt einmal nach Apfel und ersetze es dann zum Beispiel durch Obst. Ich gehe jetzt hier auf Weitersuchen. Er springt mir zur ersten Stelle, wo Apfel vorkommt. Das wäre hier. Ich ersetze es. Wenn ich das nicht öfter machen möchte, sondern auf einmal ersetzt haben möchte, klicke ich auf alle ersetzen und er fragt mich, ob ich es wirklich zweimal ersetzen möchte und ich klicke auf OK und hier ist in dem Fall entstanden zum Beispiel Obst Knorz und hier Schlafobst. Also man sollte schon in der Regel immer wieder das Schritt für Schritt machen und nicht alles auf einmal ersetzen lassen. Ja, das war die Such- und die Ersetzungsfunktion im Word 2016.